Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Total War Rome 2 mit Ralf und Max, den zwei Geilen hier bei Total War. Ich glaube, ich war beim letzten Mal super geil, meine ich. Sehr, sehr geile Typen übrigens. Ja. Sehr geil. Super geil. Okay, genug des Eigenlobs. Aber wir sind einfach sehr, sehr geil. Muss man einfach mal anerkennen. Das ist so neidlos, muss man das anerkennen, ja. ich glaube, ich war soweit fertig mit meiner Runde, deswegen... Was erforsche ich denn eigentlich gerade? Ah ja, die Kavallerietaktiken. Was meine allgemeinen Verwaltungskosten deutlich senkt. Sehr schön. Runde beenden. Und ich übergebe dir Le Sceptre. Le Sceptre. Jetzt lassen wir erstmal die Computergegner ein bisschen zeptren. Mal schauen, was der Spartaner beispielsweise macht. Oder der Athener. Ja, der Athener mit seinen 7 Millionen Fullstacks. Das war echt krass da. Sie stehen immer noch da. Ja, und jetzt haben die den Krieg erklärt, oder? Nee, haben sie nicht. Nicht? Nee. Du bist noch nicht im Krieg mit denen, okay. Ja, sie haben mir ja mal den Krieg erklärt, aber dann konnte ich wieder einen Frieden aushandeln. Stimmt, ja. Und seitdem sind sie aber ziemlich pissig auf mich. Logischerweise. Überraschung. Ja, was mich immer so anpisst, ich habe jetzt gestern wieder ein bisschen Empire aufgenommen und da bin ich ja mittlerweile aus Portugal schon eine recht respektable Macht in Europa. Okay. Bin gerade dabei, so diese Schmutzstaaten, die nur eine Provinz haben, aufzuwischen. Also so wie Bayern, Hessen und was hatte ich noch? Polen hatte nur eine Provinz. Da bin ich gerade dabei, die so alle so zusammenzuklauben und in mein Reich zu annexieren, oder annektieren ist ja das Wort, Annexion ist das Substantiv. Für alle die gleich Deutschunterricht bei mir nehmen wollen, könnt ihr nächste Woche buchen, kostet 50 Euro die Minute. Ja. Ist so ein Schnäppchen eigentlich. Ist ein Schnäppchen, ja. Mit so einem geilen Typ. Sehr, sehr geiler Typ. Sehr, sehr geiler Deutschunterricht auch übrigens. Ja, Ralf hat schon ein paar Stunden bei mir genommen, er hat es sogar kostenlos bekommen. Sag mal, hängt es bei dir gerade auch bei Athen? Nee. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich sehr geil übrigens. Also ich bin gerade bei Athen und es macht sich nichts. Wie weit bist denn du schon mit dem Ich bin mit der Runde durch. Also bei mir bist du wieder dran. Das ist natürlich großartig. Ja, es geht ja wieder super los. Aber die Sync-Probleme hatte ich letztens auch mal wieder. Als ich mit dem Spätzle gespielt habe, die Kampagne weiter. Da hat es auch bei uns die Sync. Da hat es allerdings geholfen. Da war dann er mit seiner Runde durch und ich bin festgehangen. Und dann hat er mich im Diplomatie-Hub einfach angequatscht. Und dann ging bei mir die Runde wieder weiter. Das Problem ist, dass du vor mir dran bist und ich damit das Diplomatie-Hub nicht benutzen kann. Na, das ist natürlich blöd. Yep. Also es hängt bei dir immer noch bei Athen. Es hängt bei mir immer noch bei Athen. Ja. Das ist jetzt prinzipiell mal eher nicht so gut. Also Freunde, es hat uns sehr gefreut, dass ihr bei diesem Let's Play dabei wart. Ich würde mal sagen, wir beenden es jetzt endgültig, weil ich habe die Schnauze sowas von gestrichen voll. Ich habe eine scheiß Woche hinter mir, echt. Und jetzt fängt er hier wieder an mit Desynken. Komm, wir probieren es jetzt auf jeden Fall noch einmal, würde ich vorschlagen. Mach jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal ins Hauptmenü und du sagst, ob es dich rauskickt. Eigentlich müsstest du... Ja, hat's. Ja, okay. Das hat's natürlich sofort gemacht. Wir spielen zwar nicht mehr dasselbe Spiel, aber wenn du rausgehst, dann merkt er das sofort. Ja, weil das ja klar ist. So, ich lade dich nochmal ein, edler Freund. Hoffen wir mal, dass ich reinkomme. Jetzt kommt gleich wieder so unspezifisch. Ah. Das geht ja jetzt lustigerweise. Kommt wieder so unspezifizierter Fehler. Ja, fick dich. Wir kennen es ja zu Genüge. Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt hat... Wo es Klugheit gibt, da schafft die Gewalt nichts. Herodot, griechischer Historiker. 484 bis 425 vor Christus. Übrigens auch Erzherzog von Brandenburg und Preußen, Kaiser von Österreich, Universalgelehrter, französischer Militärtheoretiker und was weiß ich noch alles. Genau. Ja, das hat war... alles erreicht. Ja, zweimaliger Weltmeister als Spieler und als Trainer. Das zweimal, 20 Mal... Ey, der gute Mensch muss ja dann mehr als 1000 Jahre gelebt haben. Tja. So is it. So viele Weltmeisterschaften gab's gar nicht, wie der gewonnen hat. Nee. Es ist ein ganzer Gewiefter. So ist es, gell. Ja, auf jeden Fall bei Empire. Was ich eigentlich vorhin sagen wollte mit Empire war, dass wenn du ja größer wirst, es hassen dich ja dann alle.
wegen territorialer Expansion, und das ist gerade bei den großen Fraktionen, kriegst du da so einen fetten Malus rein und die fangen halt dann alle an, so du, keine Ahnung, du beherrschst schon ganz Europa und Großbritannien sitzt halt immer noch da mit seinen drei Provinzen. Und dann einfach, weil sie dann irgendwann mal bei 250 angekommen sind, minus wegen meiner Expansion, erklären sie dir einfach so den Krieg. Ja. Das ist so bescheuert, weil sie haben halt keine Chance gegen dich. Das ja, ist, das gut, ist so aber dämlich. So, ich beende mal vorsichtig die Runde. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ja, wenn nicht, machen wir die wieder das mit Spielstand schicken und so. Ja. Aber jetzt ging der Ladescreen erstaunlich schnell. Bei unserem vorherigen Ladescreen, da wart ihr ja noch nicht dabei, da ging es deutlich langsamer. Sogar bei mir, muss ich ja, ehrlicherweise sagen. Gut, der erste Ladescreen ist ja immer deutlich langsamer als alle anderen, also. So, also bei mir bin ich jetzt schon wieder fast durch mit der Runde. Na, Samonen. Okay, jetzt steht bei mir wieder Warten auf Spieler, das ist schon mal nicht gut. Ich bin auf jeden Fall an Athen vorbei, das ist schon mal ein Anfang. Ja. Und die Spartaner ziehen gerade ordentlich Truppen nach Apollonia. Okay, aber jetzt ist bei mir die Runde durch. Okay. Ja, bei mir bahnt sich's auch langsam aber sicher dem Ende zu. Stimmt, Saba, Sklav und durch ist es durch. Ja, gleich mal Steuerung S. Ne. Alte 4. Ja, alte 4. Spontan. Ja. Eure Streitkräfte haben einen versteckten ausländischen Agenten entdeckt. So eine Arschkrampe, die Xeno. Ja, immer noch besser als wie Xenomorph. Ja. So wie bei Dead Space. Xenomorph. Sehr, sehr ekelhafte Typen. Übrigens, ja. So, schauen wir mal, ob wir die gleich in einem Gemetzel. Wo ist denn die? Direkt neben Brundisium steht die und wurde verwundet. Ah nee, ich wurde verwundet, verdammt. Ich sehe nicht, dass du was machst. Scheiße, jetzt geht das wieder los. Okay, ganz ruhig. Das ist nur ein Anzeigefehler oder so. Okay, alles klar. Naja, wir sehen es ja dann, wenn du deine Runde beendest. Spätestens dann, ja. Ja, ich werde auf jeden Fall mal ein paar Einheiten wieder rekrutieren. Attacco in Tarraco, die stehen in der Nähe von Neapolis. Und zwar kommt da rein, ja, zwei afrikanische Pikeniere habe ich. Ich mache mal noch ein Bataillon. Okay, das sehe ich jetzt wiederum. Das ist interessante Auswahl dann. Also wirklich neben Brundisium oder neben einer anderen Stadt hast du die jetzt gemetzelt? Sie wurde ja nicht gemetzelt, sie lebt ja noch, aber direkt neben Brundisium, ja. Okay, das sehe ich nicht, weil bei mir steht da nur Zabu daneben und der gehört dir. Ja, und der ist eigentlich gerade nicht mehr da. Okay, bei mir steht er da und kraut sich die Eier. Das ist natürlich nicht so cool. Jetzt warten wir mal ab, aber das wird schon wieder so ein Desync-Scheiß hier. Ja, es kam nämlich der letzte Mal ein Hotfix, soweit ich weiß. Ach so, ja gut, wenn ein Hotfix kommt, dann ist natürlich klar, dass alles zum Teufel geht. Das kennen wir ja schon. Ja, es wird jetzt umbenannt, nicht Hotfix, sondern Hotbug oder so. Ja. Siehst du, dass mein Mimimi Intimidi aus Neapolis rausgeschippert ist? Ja, habe ich gesehen. Das hast du gesehen, okay, das ist gut. Aber ist nicht weit gekommen. Ja, wollten sie auch gar nicht. Haben nur die Klassis Minerva angegriffen, auf das die Wasserscheuen sie jetzt zercrunchen. In einer glorreichen Schutzstellungsschlacht. Ja. Echtzeitschlacht. Da würdest du wahrscheinlich verlieren in der Echtzeitschlacht, weil sie dir einmal reinfahren und alle in die Schiffe gehen unter. Ja gut, ich habe Belagerungsschiffe gehabt. Die hätten das, glaube ich, entspannt aus der Entfernung kaputt gemacht. So, was ist jetzt mit Rom? Nee, die haben da oben noch bei Alalia haben sie noch die Klassis 10 Veneria. Ja, so schaut's aus. Und da komme ich auch erstmal nicht dran und ich glaube auch, dass das gerade keine Priorität von mir ist. Eine feindliche Flotte geführt von Titus Peltrasius Maximus. Ja. Aber ich werde die jetzt trotzdem erstmal nicht angreifen, weil mir deutlich wichtiger ist, Syrakus und eigentlich auch Brundisium zu verteidigen. Yep, weil der Athener, sage ich schon, der Spartaner ist eine ganz gewiefte Sau. Ja, rüstet ordentlich auf. Gut, ich sag, mit dem Häufchen Elend, denke ich, könnte ich das relativ gut verteidigen, zumal ich dort drei afrikanische Kriegselefanten drin stehen habe, die ganz gut reinhauen sollten.
Ja, Brundisium können wir auf jeden Fall verteidigen. Da kann er kommen mit. Vor allem, weil der Spartaner halt keine Schwerttruppen hat. Also, der hat halt nur Speerträger, ausschließlich. Ja. Deswegen wirst du den mit der libyschen Infanterie halt zerhäckseln. Das ist zumindest der Plan. Und mit den afrikanischen Pikenieren am Tor abfangen und mit den Speerträgern erwerfen. Das finde ich wiederum an Karthago ein bisschen schade, dass die keine Variation haben bei ihren Fernkämpfern. Die haben nur Speerwerfer. Die haben keine Bogenschützen und die haben keine Steinschleuderer. Finde ich ein bisschen schade, weil halt die Speerwerfer haben halt sau wenig Munition im Vergleich jetzt zu den Bogenschützen oder zu den Steinschleuderern. Das stimmt allerdings leider ein bisschen verschenktes Potenzial. Also, ich meine, es war sicherlich historisch korrekt, dass da niemand mit Steinen geschleudert hat in Karthago, Ja. ja. Wobei, dass da niemand mal auf die Idee gekommen ist, einen Bogen in die Hand zu nehmen, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem, weil Karthago ja einst eine phönizische, also von den Phöniziern, kurz bevor sie halt vernichtet wurden, war das ja eine Kolonie von den Phöniziern. Und die Phönizier waren ja eigentlich für ihre guten Jagdmethoden in der Wüste bekannt mit Bogen und mit allem. Also von daher kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Karthago das dann irgendwie abgeworfen hat, weil sie gesagt haben, nö, phönizisches Erbe, scheiß drauf, wir werfen mit Speeren. Nur mit Speeren. Nur ausschließlich. Wir werfen mit Speeren und unseren Kackhäufen. Ja, ist doch auch mal eine Idee. Ja, so kannst du so Kackwerfer ausbilden, die dann die Feindmoral senken oder so. Ja, das wär doch mal eine Sache. Du kannst ja auch die Katapulte beispielsweise können auch tote Kühe verschießen und so. Wo Echt? die auch die Moral senkt, ja. Ja, das ist natürlich cool. Das muss man, glaube ich, erst erforschen, aber das finde ich eigentlich ziemlich knorke, weil Ja. so eine tote Kuh da in deinen Reihen, erstens mal stinkt's wie Sau. So, ich würde sagen, ich gebe noch meinem Masic, dem General oder beziehungsweise Admiral in den Wasserscheuen, gebe ich noch ein Level up und einen Haushalt. Speicher dann auf jeden Fall nochmal mit dem Schnellspeicherer, kurz bevor du die Runde beendest. Okay. Weil. Ist gespeichert. Okay, das habe ich noch mitgekriegt. So, jetzt bin ich gespannt. Runde beenden. Nach Adam Riese müsste das jetzt scheitern. Nein? Okay. Komisch. Quartiermeisterbericht. Heldenhafte Reiter. Bau abgeschlossen, heilige Anlage. Motivierte Bevölkerung in Provincia. So, wo habe ich die heilige Anlage fertiggestellt? Ha, Rioentes. Nein, eine Seuche in Tolosa. Leg mich doch im Arsch. So, da baue ich jetzt mal einen Hain des Zernunnos. So, Riocenia ist einen Mein Rang Kind steht aufgestiegen. euch zur Verfügung. Plus 2 auf öffentliche Ordnung durch Charaktere. Das ist doch schon mal schön. Was hatte ich sonst noch? Sonst nur Scheiß. Dann machen wir das mit dem plus 2 für Fücherorden. Sehr, sehr geil übrigens. So, ja, die hocke ich jetzt mal in Massalia rein, weil da sind mir die Leute gerade pissig, weil in Tolosa Seuche und so, ne, finden die Leute halt eher weniger Knorke. Vollkommen unverständlich. Hoffentlich holen die sich jetzt nicht die Seuche hier, die Blut aus Britannias, weil die sind gerade durch Tolosa durchgeritten. Aber sie haben sich die Seuche nicht geholt. So, Krankheit. Region Tolosa. Diese Siedlung wird von einer Seuche geplagt und vom Tod und Elend heimgesucht. Minus 10 auf öffentliche Ordnung pro Runde. Unterbricht die Einheitenverstärkung und unterbricht das Provinzwachstum. Das ist Für den Sturm! tolle Wurst, ey. So, hier rüste ich mal meine Armee auf. Wobei ich bald halt goldene Rüstungen habe in 5 Runden. Ich überlege halt, ob ich Athen jetzt schon angreifen soll oder ob ich noch die 5 Runden warte und dann erstmal alle Armeen mit besseren Waffen und Rüstungen ausstatte. So, jetzt funktioniert bei mir gerade die Kameraführung irgendwie nicht so wirklich. Meine Tastatur schon wieder am Ende mit der. Jetzt habe ich erst die Batterie gewechselt. Dieses Schnurlose hat auch seine Nachteile. So, jetzt hätte ich mal Folgendes machen. Und zwar, da ich die Runde eh nichts mehr machen möchte, ich könnte zwar noch ein bisschen Sachen bauen, aber. Will ich nicht, weil ich sonst Nahrungsmittelprobleme bekomme und die will ich nicht kriegen. Verständlicherweise. Jupp. Und ansonsten habe ich eh nicht vor. Ah ne, Moment. Katugnatos darf sich jetzt ein bisschen an den. Der Nachfolger von Gnatos. Grüße der Mutter.
Wie kann ich euch helfen? Der sitzt zwar eh gerade schon in der Armee drinnen zum Leveln, aber den will ich jetzt mal nach Norea schicken und da den Brunnen vergiften. Norea ist sowieso eine Rebellion, wie ich gerade sehe. Ja, und da der Athener seine Streitmächte alle an der Küste bei Epidamnos versammelt hat, wird er das wahrscheinlich auch nicht so besonders gut verteidigen können. So, Katognatos Rang 4, er hat erfolgreich den Brunnen von Norea vergiftet. Dann gebe ich ihm als neuen Level ab Massenvergiftung. So, und jetzt lebt nämlich da fast nichts mehr von der Garnisonsarmee und ich hoffe, damit hat der Norika-Rebell da leichtes Spiel. Weil wenn der nämlich sich Norea holt, dann kann ich mir das snacken, ohne dass ich erstmal groß mit dem Athener in Konflikt kommen muss. Weil wenn dem seine 50.000 Fullstacks, die da unten rumstehen, nämlich mal kurz bei mir Grüß Gott sagen wollen. Ich beende jetzt mal die Runde. Ja, das Ding ist, dass ich wirklich die Befürchtung habe, dass der mir den Krieg erklären will und mit dem Spartaner den Monster-Gangbang veranstalten. Moshpit! Das könnte tatsächlich passieren, weil... Wir sind ein starkes Volk, versiert im Gebrauch von Reichtum... Athen nicht Angriffspakt. Und wir lieben Gold. Für 3000? Nee. Fickt euch. Geht zurück nach Athen. Ach ja, das könnt ihr ja nicht. Es gehört euch ja nicht mehr. Ja, kommt, ich habe abgelehnt. Heute noch. Habe ich bei dir die Runde schon beendet? Ja, ja. Okay, alles klar, gut. Dann scheint ja doch alles. So, aber jetzt geht's gerade bei mir nicht weiter. Ah doch, jetzt habt ihr, Angebot abgelehnt. Die Weisheit dieser Entscheidung ist mir verborgen. Und ich fürchte, sie wird zu Missverständnissen und Unzufriedenheit führen. Das heißt, ich könnte diesmal tatsächlich schneller mit der Runde durch sein als du. Ich bin jetzt nämlich... Mir steht die ganze Zeit jetzt Warten auf Spieler. Und es hängt noch bei Athen. Okay. Das lookt nicht so gut. Ah doch, jetzt geht's weiter. Sparta. Steppenhorde. Ah ja, wir haben ja keine Dingens mehr. Libyen, Lugia, Meroe, Nasamonen, Sklaven und Ralf. Nach den Sklaven kommt immer Ralf. Jetzt sehe ich nämlich Xeno, aber der Zabo steht bei mir immer noch neben Brundisium. Okay, das ist absolut kein gutes Zeichen. In welchem Jahr bist denn du? 125 vor Christus. Sommer. Ja. Okay. Ja, das bin ich auch. Also wir sind im gleichen Jahr. Das ist schon mal... Das ist schon mal ein Anfang. Ja, wenn du jetzt gesagt hättest, oh, ich bin 124 vor Christus im Herbst. Nein. Ja, das wäre nicht so gut gewesen, das stimmt. Vielleicht ist der Zabo wirklich nur ein Anzeigefehler, weil wenn ich ihn nämlich anklicke, bewegt er sich auch gar nicht und so, also... Okay. Weil normalerweise auch, wenn man andere Agenten anklickt, die einem nicht gehören, dann machen sie irgendeine komische Handbewegung. Aber der steht einfach nur da. Kann sein, dass es wirklich ein Anzeigefehler ist. Kann ich mir gut vorstellen. Schauen wir mal. Hoffen wir es mal. Ja, es ist immer wieder so ein Gebibbere. Das ist was mir übelst auf die Nüsse geht gerade. Oder eigentlich schon seit wir mit diesem Let's Play angefangen haben, dass du immer, wenn du die Runde oder wenn du die Aufnahme startest, musst du immer ein bisschen Schiss haben, dass irgendwas schief geht. Und so macht das Spiel halt einfach immer mit der Angst, oder ich nenne es jetzt einfach mal Angst, ja, einfach mit dieser Angst leben zu müssen, hey, ja, jetzt spielen wir wieder ein bisschen und dann kommt wieder irgendwas daher und einfach schon so im Vorfeld zu wissen, ha, heute, wenn wir aufnehmen, es wird wieder irgendwas daherkommen, was nicht funktioniert. Ja, das ist echt ein bisschen ungeil. Das ist das Bittere. Deswegen, ich habe letztes Mal Shogun gespielt und dachte mir so, hey... Hat mich wirklich so diese Angst verlassen, die ich immer hatte, dass immer irgendwas ist, weißt du? Und kaum spiele ich wieder Rome 2, ist sie wieder da. Meldet sie sich wieder zurück. Sowieso brennen. Das meldet sich auch immer dann zurück, wenn man es gerade nicht brauchen kann. Oh, ja sowas. Der Ägypter hat ja mal so überhaupt keine Verteidigung hier bei mir. Bei Zidamus, ja. Weder bei Zidamus noch bei Leptis. Das heißt, Leptis theoretisch... stehst du zwar nicht daneben, aber du siehst es so wie ich, weil wir eine Handelsroute dahin haben. Oder ich zumindest. Naja, das grenzt direkt an Thapsus an. Ja, aber du stehst nicht... Also, ja, ach so, ja, das ist klar. Aber man sieht, was in der Stadt drinnen ist, lustigerweise. Und es sieht aus eigentlich wie eine riesige Müllhalde. Was hat denn der da drinnen in Leptis? Okay, er hat nicht mal alle Bauplätze voll ausgeschöpft. Der hat nur den Hafen. Ja. Sowas. Hoppala. Whoopsie Daisy. Ja, gut. Das
würde ich ja fast mal als Anlass nehmen, dem mal ein bisschen einzuheizen. Ja. Ja, wobei der... Weil du halt den Libyer nicht unterschätzen solltest, ne? Ja. Gut, das sieht jetzt auch nicht mehr so stark aus, der Libyer, ja, aber... Ja, ist er auch, weiß Gott nicht. Also ich denke, ich werde mich mal jetzt mit beiden Armeen, sowohl mit Virgil's Fresh Homies als auch mit den Nasskappen bereit machen, Karthago zu belagern. Du kannst übrigens Mimimi in Dimidi und Attacco in Tarraco kannst du ein paar Einheiten neue Rüstungen verpassen. Das ist mir klar, allerdings habe ich dafür nicht die nötigen finanziellen Mittel. Ach so, okay. Ja gut, bei Mimimi und Dimidi würde ich immer sagen, dass du die Armee mal komplett reformierst. Mal die ganzen späten libyschen Hopliten rausklatschen auf jeden Fall. Ja, stimmt, die sollte ich auch direkt entlassen. Ich kann sie zwar jetzt noch nicht ersetzen, aber ich sag, die Armee wird jetzt in näherer Zukunft nicht wirklich zum Kampf kommen. Es sei denn, Athen entscheidet sich jetzt da im großen Stil auf dem Stiefel zu landen. Ja. Meister der Zeit, ich glaube, wir sind für heute schon wieder... Ja, wir sind relativ genau gerade durch. Na, 21 Minuten sind wir ungefähr. Na, sind wir sogar schon wieder drüber. Wir sind wieder gnadenlos überzogen heute. Gnadenlos. Gnadenlos. Katu gnadenlos. Katu gnadenlos, ja. Genau. Der Katu Gnatus, guter Mann. Sehr geiler Kundschafter übrigens. Sehr, sehr geiler Kundschafter. Gut. Alles klar, Freunde. Dann hoffen wir, Ralf, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt. Let's play together Total War Rome 2 mit Ralf und Max. Und wir hoffentlich keine Auswirkungen des Zabo-Bugs spüren. Bis dahin, ciao, Leute. Ciao.